Jesus-Statue bewegt ihren Kopf während der katholischen Messe in Mexiko. Ein ungewöhnliches Video, das auf YouTube und in sozialen Netzwerken kursiert, hat Tausende von Menschen auf der ganzen Welt schockiert. Im Video sehen wir, wie eine Jesus-Statue aus Gips vor den Augen von Dutzenden Gläubigen, die mitten in einer katholischen Messe waren, langsam den Kopf bewegt. Dies geschah in Mexiko, in der Kirche Santa Ana Tepetitlan in Zapopan, Jalisco, mitten in der Predigt der sieben Worte vom Kreuz in der Karfreitagwoche. Die Bilder sind sehr klar, etwas, das in dieser Art von Video selten ist, so dass man sehr gut sehen kann, wie die Statue von Jesus seinen Kopf bewegt und sich zu seiner Brust neigt, während gleichzeitig die Gebete der Menschen in der Kirche erklingen. Das Interessante an dieser religiösen Statue ist, dass sie über 300 Jahre alt ist und nur zweimal im Jahr der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die restliche Zeit wird sie in einer Vitrine gestellt, um ihren Verfall zu verhindern. Vielleicht hatte dieses paranormale Ereignis etwas mit dem Alter der Statue zu tun. Wie auch immer, Millionen von Menschen haben das Video gesehen und es hat verschiedene Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen. Viele Gläubige glauben, dass es ein Wunder ist, ein göttliches Zeichen für uns, unseren Lebensstil zu ändern, um Gott zu folgen. Während die meisten Nichtgläubigen denken, dass es eine Fälschung ist. Auf der anderen Seite bestätigt Juan Antonio Guerra Lule, der Pfarrer der Kirche, dass das Geschehene ein Wunder war. Er fordert auch alle Gläubigen auf, ruhig zu bleiben und es mehr als ein Geschenk Gottes zu sehen, ein schönes Ereignis. Der Pfarrer fügt hinzu, dass er nicht die Möglichkeit hatte, die Bewegung der Statue direkt zu sehen, da er zum Zeitpunkt der Veranstaltung die Augen geschlossen hatte, obwohl er neben der Statue stand, wie im Video gezeigt wird. Er konnte die göttliche Manifestation erst sehen, als ihm seine Gemeinde sie nach der Zeremonie per Video zeigte. Andere Leute behaupten auch, dass das aktuelle Wunder eine logische Erklärung hat. Da die Statue so alt ist es möglich, dass ihre Gliedmaßen gebrochen waren und mit Lederbändern zusammengeklebt werden mussten. Daher ist die religiöse Bewegung, die wir im Video sehen, der Moment, in dem sich der Kopf aufgrund der Schwerkraft ein wenig vom Körper löst. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass eine Statue mitten in einer religiösen Zeremonie sich bewegt hat. Auf der ganzen Welt erschreckt und ermutigt diese Tatsache Gläubige und Skeptiker. Auffallend an diesem Video ist die Klarheit der Bilder. Dies macht es wirklich schwierig, das Produkt einer Sinnestäuschung oder ähnlichem zu sein. Was denkst du darüber? War es ein Wunder oder ein genialer Videoschnitt? Oder war es vielleicht der Verfall der Statue? Lass es uns in den Kommentaren wissen.